Drache? Are you kidding me? Drache. Master, here I am, at last. Diella, come to me. Adrastaya? We're going to die here. Das sieht nicht so gut aus. Guck mal, ich hätte meine Fähigkeit. Ja. I tried for years to open that door. And here you are, an answer to my prayer. Oh Gott, ein Twilight-Fan. You almost made me to believe in the benevolence of the gods. Albeit my very existence proves otherwise. Hat er dir gerade gelispelt? Ja. Ein bisschen. Aber ist der alleine? Nee, okay, wir haben zwei Sprüche hinter uns. Rasan. 145! Wie viel hat der? 145. Challenge 9, Deadly. Ja, wir, das letzte Mal haben wir einen 7er gemacht. Jetzt, heute ist der 9er dran. Okay. Ich würde sagen, Ich würde sagen, erst die Ads oder. Ja. Erstmal runde Projektile auf die Ads. Gut, dass Kamso sein Licht anhat. Ja. Arcana Evil! Magus! Hättest du auch immer eine verpassen können. Oder alle auf einen, damit wir die downbursten, so schnell es geht. Nee, so kriegen. Oh nee. Oh no. Bitte? Warte mal, das war aber ein Fehler, würde ich behaupten. Nee, er ist nicht weit genug entfernt, glaube ich. Run while you can. Bin verlangsamt. Ich hoffe, der kann keine Darkness casten. Ja, wahrscheinlich schon. Bitte reicht das noch, dass du da stehst. Nee. Wirklich neben mir. Sei lieb. Der hat plus 10. Nebelturm. Nee, der hat sich nicht teleportiert. Der ist ein Nebel. Aber wo er jetzt hingeht, weiß ich auch nicht. Ist doch hier. Was? Wo? Ach, da, lol. Ah. Aber ich werde mich erstmal gleich von meinem negativen Effekt befreien müssen. Ja, maximal einen Angriff pro Tag. Ja, kann mich auch kaum bewegen. Meint ihr, es ist nützlich, wenn ich es schaffe, dass die frightened sind? Ja. Dann greifen sie auf jeden Fall nicht an. Dann gibt's jetzt erstmal einen Turn on Dead. Na? Und alle haben es geschafft, sehr gut. Das hält, bis es gegenwürfeln, oder? Eine Minute, ja. Also 10 Runden. Ja. Oder bis sie wieder Schaden kriegen. Mach ich den Spirit Bonk auf Level 4? Ja, ja, vielleicht auf Rasan, Rasan, ja, damit er beschäftigt oder damit er zumindest ein bisschen Schaden bekommt. Und wir gucken, von was er sich heilt, weil er wird ja wahrscheinlich wieder Leben absorbieren. Ja, mit Sicherheit. So, das ist der Level 4 Slot. Ja, gut. Der Dodge. 12 ist ein Fehlschlag, okay. Gott, ich muss erstmal hier Abstand. Und. Hit him.
Super. Misslungen. Gut, dass wir drüber geredet haben. Aber dein Wisdom Saving Throw hat's gerettet. Perfekt. Wenigstens was. Wollten die nicht weglaufen? Nee, deren... Doch, eigentlich alle. Nee, der nicht. Einer nicht. Einer hat's scheinbar nicht. Was hatten es vorhin alle gefailt? Oh ja. Gott, die kriegen doch durch Fluch der Zeit, durch den Trick Damage. So stimmt. Hab ich nicht dran gedacht. Der ist Cold Resistant. Ah ne, ist gegen Necrotic Resistant. Okay, dann hab ich das. Ja, deswegen. Oh. Aber also müssen wir wieder mit Feuer und so Zeug arbeiten. Sehr ja, okay, wir haben Licht, das ist alles okay. Dann merken wir uns, Burn Undead ist komplett verschwendet, wenn ich sie nicht direkt vernichten kann damit. Griff! War nicht wenig Schaden. Ich krieg 12 Schaden nächste Runde wahrscheinlich. Oh, er ist dran. Eine legendäre Schade, Sache bisher. Ich krieg gleich ein Damage. Attack. Good. Strike. Mhm. Sehr gut. Schöne Sache. Aha. Da kommst du, weiß nicht, was du machst. Erstmal den Spirit Bonk hier rüber bewegen. Perfekt, ist tot. Alter. Nächste Runde. So, das war der Spirit Bonk. Und der ist auch tot. Die Blutbrut. Ah ja, die ist tot, ja. Die sollte das nicht überleben. Dann könnte ich einen Level 3 Magic Missile Cast auf ihn machen. Ja. Oder soll ich... auf die andere Todesbrut. Also auf die Todesbrut, weiß ich nicht. Auf die hier unten. Ja, weil das Problem ist, kann er, der wird, ich gehe stark davon aus, der zieht sich gleich Leben von seinen Leuten. Ja, dann cast ich auf Level 3, darunter. Ja. Das einzige. Oh ja, das war guter Schaden. 21 Leben. With a little bit of luck. Hat der jetzt eine legendäre Aktion, kommt? Weil er neben dir steht. Ja, Dark Veil. Okay. Schön, dass wir drüber geredet haben. Natura, Divo, Malmis. Das ist halt so assi. Ja gut, muss man rechnen. Kriegen wir hin, irgendwie. Warum hab ich hab mittlerweile einen plus 11er Bonus. Wie viel Leben hat er? 2, der ist tot. Gut, brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Macht der Fluch derzeit 2 Schaden? Ja, ich glaube mittlerweile ja, müsste er. Weil die einen 4er Wert haben, glaube ich. Naja, die Kreatur leidet Stärkeschaden in Höhe der Hälfte des Übungsbonuses der Quelle aufgerundet. Und weil wir mittlerweile, glaube ich, einen 3er Übungsbonus haben, kriegen sie 2 Damage. Gut. Ich glaube sogar mehr als 2. Ah, wir sind 7. Weiß nicht, haben wir mit 7 schon plus 4 Bonus? Ne, ich glaube. Nee. Okay? Aua. Wenigstens an Kenny Evasion. Alter, ich habe schon so viel Schaden dadurch negiert. Warum denn gegen mich? Hau ab! Muss ich jetzt auch nicht verstehen, aber ist egal. Fixer. Gut, Cookie, du musst erstmal aus dem Schleier gehen. Okay. Kannst am besten in meine Richtung gehen, solange du nicht zu nah an Rasan rankommst. Ja, irgendwo da, ja. Dann könntest du den Zauber auf entweder ihn oder auf die Fleischbrut hauen. Ich hätte jetzt gesagt, die Fleischbrut, damit er sich nicht mehr heilen kann. Ja, naja, zumindest nicht an den. Die Todesbrut geht drauf. Die andere, die Blutbrut auch. Die Blutbrut auch, also nur hinten die Fleischbrut noch, ja. Die wird gekostet. Ach, scheiße, ich hab die. Ja. Gekühlt. Okay. Hat wenigstens schon mal geslowt. Ja. Und ja. 15 reicht nicht. Oh, danke. Puh. Glück, 1.
er kriegt natürlich einen Opportunity Strike, als ob. Ja, sonst bewegt dich mit zu uns, damit ihr. Disengage. Zurückzug machen zu uns? Ja, ich kann disengage und könnte hinten auf die Fleischbrut gehen. Dann kannst du auch, Hauptsache raus aus dem Ding da. Na komm, gib mir mein Disengage. Ich hier rüber. Warte mal, zählt die Waffe des Glaubens als Ally? Finden wir es doch heraus. Nein. Nee. Moment. Aber die Waffe des. Der Hammer zählt als Kampfsau. Du hast vom Herald der Schlacht gesegnet. Das stimmt. Ah, ich habe keinen zweiten Angriff, weil ich die benutzt habe. Das ist praktisch. Du hättest die Fackel in die Hand nehmen können. Ja. Aber jetzt auch grad. Okay. Mach halt. Aber die andere ist jetzt auch tot. Schön. Ja, die andere Fleischbrut ist noch irgendwie im Halblicht. Zumindest ist da hinten irgendein Halblicht. Ja, Fenster vielleicht. Wo kann ich. Wow. Caster needs to pass. Target. Ja, du siehst halt eben nichts wegen dem dunklen Schleier. Stellt sich direkt neben Snow. Wenn's geht. Außer der haut dich da. Ja, dann hau. Unangenehm. Sehr gut. Warte. Ja gut, dann helfen wir erstmal. Nice move. Wolf reicht nicht. Ja. Feinbar. Ja, eins ist kritischer Fehlschlag. Oh, ernsthaft. Guck, die haben dich ganz schön lieb. Ja, warum? So richtig übel. Oh, er ist im dunklen Schleier. Nicht mehr gekühlt. Du könntest. Ich auf. Ja, Fleischbrot oder? Ja. Ja, wenn wir ihn auf zwei runterkriegen, ist er tot. Okay, noch. 7, Schwachsinn, 9. Ich glaube, dann stehst du wieder drin. Ich würde mich eventuell vorstellen und vorbereiten. Weil entweder geht der Rasan zu uns oder zu euch. Okay. Und ich hoffe, dass der dich immer noch lieb hat. Ich ehrlich bin. Ah. Heilung ist auch gut. Na, gucken. Can't say I'm surprised. Du wirst jetzt steht er wieder vor euch. Jetzt macht er wieder seine legendären Aktion. Nee, er kommt zu euch. Ja, moin, mein Freund. Er macht trotzdem gleich die legendären Dinger. Ja. Nach Kampfsauszug. Dann Spirit Bomb go. Oh. Pass auf, gleich mache ich einen Level 3 Custom Magic Missile und er haut einfach Shield als Reaction rein. Möglich. Du könntest die Fleischbrut auch in Ruhe lassen, ne? Die mache ich dir sonst gleich weg. Die hat noch meinen Dot drauf. Nicht Dot, aber. Einar,
ein Zeichen. Oh nein, er hat kein Schild. Das war schöner Schaden. Und jetzt kommt eine legendäre Aktion. Happy Birthday. Ich mach mal in eure Richtung weiter. Blackout brockt. Ja, schade, dass Cloak of Shadows nicht bereit ist. Verlangsam. Ach so, oh nee. Okay, nur auf euch. Ja, wir haben es aber geschafft rauszukommen. So, dann Rückschritt. So, Ed sind tot. Ach, Razan. Nu bist du alleine. Nu was? Nu war. Dann hält er sich nur noch an uns. Mhm. Oder wenn er in die dunkle Wolke geht. Yep. Ist er eigentlich im Dämmerlicht? Ah, oh, ja, ist er. Ja. You've seen worse. Nicht ausgelaugt. Oh. Nee. Oh nein, ist das nur gut oder schlecht? Das werden wir wohl herausfinden. Aber wir waren dabei, den zu töten. You have my thanks, whoever you are. You're welcome, I guess. But your thanks for what exactly? For reuniting me with Gitaela, for dealing with this foulness when I was incapacitated. This evil was new to me. Not something Manakalon ever knew. Reunited with her? Yes. Gitaela was, or even is, a part of me. Did you kill her? Careful now. No. It is also me speaking, my friend. And your care is much appreciated. Kithaela was your clone? I don't understand what happened here. Kithaela was a last-ditch contingency. One I didn't truly think I would ever need. A vessel for my knowledge and memories. But how did she awaken 1,000 years after the Cataclysm? The revival process was tied to an ambient level of mana. Very high-level magic, then. One of the secrets of the Arcanium, yes. You never met such a creature before? No. Manakalon, for all its faults, revered life. This was a negation of life, an abomination. Manakalon? Are you one of the... Adrastea, the prudent shield, master of abjuration, in your debt and at your service. You were at the Battle of the Rift? Yes. And there I must apologize for Kitaela's misconceptions. Misconceptions? Yes, she was created with an elven personality and carried certain prejudices. Oh, that. The Empire wasn't kind to other races. The humans surprised you, it seems. Yes, such bravery, such defiance. They all came together to save Zalasta. The Golden Cavalry charging and breaking the lines of the Saur Akath. The Iron Legions and the shield wall of the dwarves. Holding the enemy at bay, flank to flank. Our shock arcanists and the human paladins together. Giving their lives to give us a chance to close the rift. And as another wave came through, one last throw of the dice. One last surprise for the Saur Akath. What was it? Ksenax had us walking Zalasta in elven form for so long. But at this moment,
we resumed our true forms to secure the rift for a few crucial moments, buying time with our lives in a furnace of magic and steel, so Kasenax could finish his ritual. With the gems. Take it, old friend, once again. Old friend? I feel your spirit in the crown, Kasenax. The Magister is still in the crown. Enough talk of the past. Please accept these few tokens of my gratitude. I must rest now. Den Level abkriegen? I foresee one last flight when the need is greatest, and for that I will need all my strength. Use my gate freely. I believe you know how. We shall meet again before the end. But before you take your leave, if you would be so kind, this creature you forced to flee still plagues my grounds with his minions. Would you deal with them and free their prisoners as a courtesy? We owe you that much. Thank you, Master Adrastea. Uff. Berg auf einmal polite sein kann. Wir müssen noch die andere Seite looten. Das ist jetzt viel wichtiger. Ja. Witcher Ring of Abjuration. Adrastea's Plea. Und bei den Scavengers sind wir jetzt Living Legends. Ja, da ist noch Loot in dem Bonkraum. Stimmt, die ganzen Projektionen sind weg. Und der Raum hier ist jetzt offen. Wait, a trap. Hallo. Au. Failure. Oh, Anfrage für auf magische Waffe. Für den violetten Bernstein zum Herstellen. Oh, und eine neue Waffe. Also ein neues Spitzzeit. Klinge der Wacht. Rüstung der Robustheit. Kann die Klinge der Wacht? Ah, die Chamber of Robustheit kennen wir schon. Die kann ich nicht. Ja, hatte ich auch schon mal. Kann ich lesen. 2 Schwert der Spitzzeit. Da, Klinge der Wacht. Ah, okay. Das ist ein dickes Tor, durch das du nicht durchkommst. Ja, da können wir long resten. Wie viel EP haben wir bekommen? Das war zwar nicht viel. Oh, präparierte Armbrust. Und ein Gedicht, was wir auch abgeben können. Und okay, wenn wir eine Prime Plate irgendwo herkriegen, da haben wir jetzt ein Rezept für. Ist das eine Ritter? Ja. Ja. Ah, okay. Die haben wir nicht. Schuppen haben wir präpariert und Kettenhemd. Weiß nicht, wollen wir einmal rasten und dann. Ja, entweder wir gucken dann, dass wir die. Moment. Hä? Guckt mal auf die Karte. Warum ist denn in der Kammer der Meisterin Razan markiert? Wild. Na gut, aber das Tor ist jetzt versperrt. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass wir da draußen noch ein. Ja. Irgendwo den finden. Ja, ist die Frage. Also, wir können jetzt hier gerne einmal rasten. Aber was wäre jetzt noch Tagebuch? Warte mal, ich kann dir noch Zeug geben, was Geht zur Questtafel, kehr zur Questtafel. Den Schänder zu finden, der sich in der Nähe ihres Tunnels eingenistet hat. Kehr zu den Ruinen außerhalb der Festung des Schilds zurück. Ködert Razan mit einem Grab, in dem er die Überreste seiner Familie zur Ruhe gebettet hat und macht seine Existenz ein Ende. Ja, ich glaube, das können wir dann fast noch machen, nachdem wir gerastet haben, wa? Ja, okay, bringt das heilige Symbol zurück, bla 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 ja, bla. Also wir haben Arsch viel abzugeben. Ja, okay, dann haben wir als nächstes wirklich nur der Schatten des Schänders. Ich hab dir noch Zeug gegeben, was wir dann bei den Fraktionen abgeben können. Ah yes, dann long wait. Long rest, it should be. Wird wieder ein bisschen leichter, wenn wir Sachen los. Ja
gut, dann holen wir uns Rasan und dann hat's mit dem Typen auch. Ist aber wieder voll live, gemäht schon im Sack. Ja. Jetzt haben wir keine Tusse, die uns schön Feuerbälle schmeißen kann. Ja gut, die hatten wir gerade auch nicht. Da draußen war das mal praktisch mit den ganzen Ads. Ja, das ist richtig. Da haben sie auch nicht mit gerechnet. War denn nicht mitgerechnet? Nee, was kann denn der neue Siegelring, den du gefunden hast? Ich hab einen Siegelring gefunden? Ja. Oder wer von uns hat den bekommen? Du musst im Chat gucken. Hat doch keiner einen Siegelring gefunden, oder? Mitchell irgendwas. Wie heißt das? Und Siegelring der Bannmagie. Und was kann er? Plus 1 auf alle Rettungswürfe, plus 1 auf die AK-Magie bannen. Einmal am Tag wirken. Gut, dass keiner von uns bannen kann. Bräuchten wir eine kurze Rast, damit sich einer einstimmen kann. Ah. Ja, egal. Gut. Können wir noch machen. Ja, aber stellen wir uns mal hier kurz vorne, vor dem Ding zusammen. Guck, und dann... die hat einfach zwei unidentifizierte Tränke, die im Inventar. Jo. Eine sieht aus wie Hast. Von der Flasche her. Wer möchte das Teil haben? Ja, dann hole ich mir noch die eine RK mehr, weil ich ja auch mit vorne stehe. Und dann kriege ich noch ein plus 1 auf Rettung. Okay. Kannst du bei einer kurzen Rast auch schon wieder verwerter machen? What the fuck? Ja. Also Pfeilprobleme, zumindest für normale Pfeile, habe ich nicht mehr. Ja, definitiv. Wo ist der Boy? Boyo. Sorry, ich bin gerade den Verführung eines Grießpuddings erlegen. So. Was jetzt? Wo soll denn jetzt ein Grab sein? Hör doch mal auf die Karte, ob da was Aufschlüssiges ist. Ich flieg jetzt mit der Kamera über die Karte und halt alt gedrückt und guck, ob ich was finde. Irgendwas mit einem Tunnel. Oder ist das außerhalb? Und wir müssen erst hinreisen. Possible. Findet sich in der Nähe des Turms, kehrt zu den Ruinen außerhalb der Festung des Schilds zurück. Hm. Da sind wir ja. Rasan mit dem Grab, in dem er die Überreste seiner Familie zur Ruhe gebettet hat. Das war das. Hm. X weiß es. Ja, stimmt, warte mal, stimmt, ganz am Anfang war. Da war ein Grabstein, eins und oder? Da war auch ein Brief von dem drin und den habe ich gepickt. Warte, das war. Ja. Fuck. Ja. Ja. Warte, ich glaube. Das war, glaube ich, ja? Eins. Nee. Das war eins von den kleineren, ich glaube, das war das hier. Wie kann ich markieren? Mit dem Marke über. Alt, Linksklick. Oder Alt, ja.